Na, einem Ladebildschirm. Eieieiei, Dena ist ja mal voll durchgedreht. Eieieiei. Nachwirkung. Ich und Parrish haben es rausgeschafft. Triff uns beim Lager. Das ist unsere Stadt. Das ist unser Land. Lasst uns das tun. Kommt schon. Jeder soll sich sein eigenes Land mit eigenen Waffen holen und sollen sich Waffen schnappen und sich einfach das nehmen, was sie haben wollen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Muss mal kurz husten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Sich einfach Waffen zu schnappen, sich das zu nehmen, was man haben will, oder, na, so wie er sagte. Boah, ich weiß nicht, ich bin mit der Entscheidung noch nicht so richtig zufrieden, wie das momentan so zu Ende geht, muss ich sagen. Zeit. Habt ihr Kontrolle verloren? Direkt in die Höhle des Löwen. Jeder hat unsere Nachricht gesehen. Meine Nachricht. Ich musste ihn töten nach allem, was er mir angetan hat. Die Leute gehen auf die Straße, Mann. Aufstände, wohin man schaut, Baby. Ich wollte ihnen nur zeigen, dass wir noch nicht am Ende sind. Wir haben es ohne Walker geschafft. Ich hab 5 Jahre lang gewartet. Aber dann habe ich den Hurensohn endlich erwischt. Zeit für eine verdammte Party. Ich will dir was sagen, Dana. Du bist eine verfluchte, verrückte Frau, aber du weißt, was zu tun ist. Was habt ihr getan? Ihr feiert also? Scheiße, ja, Doc. Hast du gesehen, was passiert ist? Sie vergasen die Stadt. Ein Luftschiff versprüht das Gas überall. Andere stehen bereit. Das wird alle töten. Was? Diese Luftschiffe, bist du sicher? Simpson hat dich gewarnt. Warum wartest du nicht? Das ist nicht Jacks Schuld. Ihr verdammt uns alle. Warum habe ich euch dabei geholfen? Ich weiß nicht, wer bin ich denn noch? Doc, vorher hätten wir das wissen sollen. Ich kann den Menschen helfen. Leben retten. Das ist alles, was ich je tun wollte. Ich bin fertig mit euch. Sam, komm schon, Sam! Scheiße, wir müssen jetzt handeln. Okay, es muss schnell gehen. Wir zerstören die Luftschiffe, bevor sie die Stadt vergasen. Wir haben Raketen. Lass sie uns benutzen. Ja, mit den Sam-Abschussgeräten. Verteilt sie in der Stadt. Die KVA sollte nicht wissen, dass wir sie haben. Wir werden die Luftschiffe zerstören, bevor sie reagieren können. Was denkst du? Sollen wir uns aufteilen? Ja, jeder nimmt ein Abschussgerät. Kommt schon, los geht's. Jawohl, dann werden wir erstmal die Luftschiffe jetzt noch erledigen. Und dann schauen wir mal. Das klingt ja nicht so toll, dass sie die ganze Stadt vergasen wollen. Oh mein Gott. Aber diese Dana, ne, die ist so... Boah, Alter, später, ich... Das, musste das unbedingt sein? Ich meine, sie hatte jetzt 5 Jahre darauf gewartet und ja, aber musste sie ihn unbedingt umbringen? Die Frau ist so durch. Die Frau ist sowas von durch. Da fällt mir gar nichts zu ein, muss ich sagen. Da fällt mir gar nichts zu ein. Yeah. Finale. Finale. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es Finale ist. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Beziehungsweise nochmal Finale. Wir waren ja schon im Finale. Im Finale. Na dann schauen wir mal, wohin wir jetzt kommen. Eine Drohne zu viel, heißt die neue Mission. Brady, oh Gott. Wir stellen ein Sam-Abschussgerät in der Polizeistation in Ashgate auf. Geh dorthin und übernimm das Kommando. Wir kümmern uns schon um die KVA. Geh zum Team beim Abschussgerät. Okay. Ich dachte, die KVA. Achso, okay, ein paar gibt's noch anscheinend. Los, geh! Gib mir Deckung, ich muss hier weg. Okay, ein paar Patronen mitgenommen. Okay, wir müssen die Augen offen halten. Hier scheint echt ein bisschen Action... Oh, was ist denn? Wieso leuchtet der denn so komisch? Ah, so. Bisschen Action hier zu geben. Ich gehe mal nicht auf der Straße, weil ich so ein bisschen muffen, dass da was ist. Das Team braucht schnell Hilfe. Beeil dich. Ja, ich beeil mich. Ja, Chef.
Ja, Schiff. Okay. Brady, mein Abschussgerät wurde zerstört. Die verdammten Norks haben uns schwer getroffen. Ich bin mit ein paar Überlebenden nach Ashgate unterwegs. Wir werden dir helfen. Halte durch. Ja, ich bin dabei. Wieso treffe ich den denn nicht? Okay. Er ist, glaube ich, zu weit weg. Das kriegen wir aber... Ach, da. So, der ist weg. Ach, guck mal, hier ist noch ein Radio. Warte mal eben. Warte mal eben. Kann ich hier... Wenn ich schon einmal hier bin, warte mal. Wenn ich schon einmal hier unterwegs bin, dann kann ich doch eigentlich das Radio mitnehmen, oder? Da ist es. Ja, guck an. Ja, ja, sie kommen durch den anderen Eingang. Warte mal. Hier ist doch noch ein Fahrzeug, ne? Genau. Jetzt nicht mehr. Nein. Ah, Alter. So. Okay. Wir müssen die KVA beim Außenposten verdichten. Die Luftschiffe sind schon fast in Reichweite. Das Abschussgerät darf nicht zerstört werden. Das ist unsere einzige Chance. 1-11? Oh Gott. Oh, warte mal. Okay, ich muss das ein bisschen anders angehen. Das ist, glaube ich, hier nicht so... Hallo? Nimm doch... Ich sehe das gar nicht. Okay, 23 Sekunden, dann kommt die Unterstützung. Mach ich hier alles allein, oder? Wie sehe ich das? Okay, der brennt. 5 Sekunden, bis die Luftschiffe in Reichweite sind. Und dann muss ich, glaube ich, bestimmt irgendwas machen, oder? Schiff ist jetzt in Reichweite. Aktiviert das Abschussgerät und holt. Mach ich. Abschussgerät ist bereit. Mach ihn die Hölle. Yeah. Jawohl. Was stimmt da nicht? Warum kommen die Raketen nicht durch? Zu viele Duster beschützen das Luftschiff. Wir sind im Arsch. Das funktioniert so nicht. Die Duster machen uns einen Strich durch die Rechnung. Okay. Wir müssen sie irgendwie beseitigen. Vielleicht kann uns Crawford dabei helfen. Er ist uns ja noch was schuldig. Eben. Treffpunkt in seinem Apartment. Na toll. Weißt du, die Luftschiffe vergasen hier die ganze City und wir müssen jetzt erstmal dahin, um mit ihm zu treffen und er vielleicht eine Idee, was wir mit den Dustern machen oder gegen Brady, die Duster. Komm schon, wir sollten zu Crawford gehen und die Rasse stellen. Lass uns mal da rein. Dann gucken wir mal, was Crawford jetzt uns zu sagen hat. Hey Brady, hilf mir mit der Tür. Aber klar doch. Crawford! Oh, Parrish, scheiße. Bist du hier, um mich zu töten? Beruhige dich. Sollte nicht passieren, das wollte ich nicht. Ich brauche Informationen über die Duster. Sie schleifen Leute auf die Straße und richten sie hin. Collaborators. Du hast uns verraten. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl.
Sie wussten alles, verdammte Scheiße. Sie hatten mich bei den Eiern. Ich musste es tun. Von wo aus werden die das da gesteuert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Scheiße, es ist so viel passiert. So viele Pläne. Sie hatten die komplette Kontrolle. Denk nach, Crawford. Ersten wird bereits vergast. Verdammte Ratten, sie kommen. Konzentration. Ich will helfen. Sag mir, wie ich die Dunstadt deaktivieren kann, Crawford. Schaff mich aus der Stadt, ja? Nimm mich gefangen. Du könntest mich vor der Meute beschützen. Ich will nicht sterben. Bitte! Okay. Ich bring dich in Sicherheit. Ich verspreche es. Die Duster werden von einem Kontrollturm in der Independence Hall gesteuert. Independence Hall. Es tut mir alles so leid. Ja, mir tut's auch leid. Warte, nimmst du mich nicht? Du bist auf dich allein gestellt. Sie haben mich gezwungen. Du hast deine Wahl getroffen. Ich überlasse ihn jetzt dir, Brady. Er macht mich krank. Tja, er hat uns verraten. Parrish? Fick dich! Glaubst du, dieses Land gehört dir? Wir waren nicht als erstes hier. Jeder wird ersetzt. Die KVA ist stärker als du. Verschwinde! Verräter brauchen wir nicht. So. War ein Missionsziel. Okay, neuer Plan. Wir müssen zur Independence Hall und diesen Drohnenkontrollturm finden. Ich stelle ein Team zusammen. Brady, du sorgst dafür, dass unsere Abschussgeräte in der roten Zone in Stellung gebracht werden und gesichert sind. Ohne unsere Sams hat es keinen Sinn, die Duster zu zerstören. Okay. Dann tun wir's mal. Eieieiei. Oh Gott, fuck. Maske auf. Überprüf die Dichtung. Wir müssen das jetzt beenden. Geh nach Lambert und richte diese Abschussgeräte ein. Yep. Ich gebe mir Mühe. Okay, wir müssen zur roten Zone von Lambert gehen. Und das Gas sprüht schon hier raus. Die Schweine. Und hier alle wollen sie hier niedermachen. Alle. So. Na dann gucken wir mal. Wie gut, dass wir alles geklärt haben hier. Huch, wie gut, dass ich hier nicht sehe gerade. Nein. Die Lampe scheint hier nicht zu funktionieren. Ich sehe nichts. Hallo? Es ist unten. Ja, schön. Ich komme hier gar nicht runter, weil ich hier nicht sehe. Hä? Okay, ich gehe mal hinten rum. Vielleicht ist es ja hinten. Das ist doch bestimmt im Safehouse, oder? Stimmt hier. Schau mal eben. Ah, jetzt ist die Taschenlampe auch an. Komischerweise funktioniert die draußen nicht. Ich weiß nicht warum. So, wir reisen mal nach Lambert. Uiuiuiui. Welch ein spannendes Finale. Ich lasse mich mal überraschen, wie das ausgeht, das Ganze. Und, ja, falls du gerade zusiehst auf YouTube, ja, wir sind immer noch im Finale. Ich weiß gar nicht, welche Folge es mittlerweile ist. Also wir müssen, glaube ich, schon weit über 60 sein. Ich glaube, weit über 60 Folgen haben wir es, glaube ich, geschafft. Wahnsinn. Und sogar, wie gesagt, alle Gebiete geklärt. Also nicht ganz geklärt, aber halt die Bereiche halt gesäubert. Für die Revolution. Ich, boah, puh. Ist übrigens heute der Freitag vor der Let's Play Live Show. Von dem Stream. 4. November müsste es... Ja, 4. November, glaube ich, ist heute. Ich glaube, ja. Wo ich das aufnehme. So.
Begleite die Sam-Abschussgeräte zu ihrem Einsatzort. 0 von 2. Okay. Den müssen wir auch noch beschützen, oder was? Oh Gott. Kann ich hier einsteigen? Nein, darf ich nicht. Wie dumm. Oh komm, ernsthaft, jetzt muss ich die auch noch hier... Auch wenn das eine verlassene Zone ist. Es ist hier viel zu ruhig. Vielleicht haben sie schon den Schwanz eingezogen und sind aus Philly abgehauen. Ja klar, und die KVA hat Amerika einfach so die Schulden erlassen. Seid mal leise, wir müssen hier einen Job erledigen. Okay, uah. Warum darf ich nie mit dem Fahrzeug mitfahren? Was mache ich denn da? Uah. Ach, sind das welche, die sie... Hä? Was? What the fuck? Alter, was? Ach, sind das welche, die sie selbst sprengen, oder was? Okay. Das machen wir direkt nochmal neu. Oh, ich hoffe, ich spawn jetzt... Oh, bitte lass mich jetzt da spawnen, wo ich denke, wo ich spawnen möchte. Oh, bitte lass mich jetzt nicht irgendwo in einer anderen Zone spawnen. Beim letzten Checkpoint oder so. Okay. Musik ist schon da. Wir hatten keine Heimat. Wir waren Wilde. Und ihr wisst ja, wie wir sind, die Wilden. Wir sind wie die Wilden. Boah, das dauert, das mit dem Ladebildschirm dauert so lange. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir... Ah, nee, doch nicht. Gott sei Dank. Die Abschussgeräte sind bereit. Ja. Okay, hier liegt noch Muni. Das nehmen wir noch mit. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo die ersten Gegner stehen. Das heißt, ich könnte ja eigentlich vorlaufen, ne? Auch wenn das eine verlassene Zone ist. Es ist hier viel zu ruhig. Vielleicht haben sie schon den Schwanz eingezogen und sind aus Philly abgehauen. Ja klar, und die KVA hat Amerika einfach so die Schulden erlassen. Seid mal leise, wir müssen hier einen Job erledigen. Die Abschussgeräte. Alter, willst du mich verarschen? Ne, der gehört zu uns, ne, oder? Ah, egal, haben wir mit erschossen. Was weg ist, ist weg. Alter. Wieso vertragen die so viel? Wollen die mich verarschen? Hä, wo denn? Ach, hier. Das gibt's doch nicht. Bin ich hier eigentlich der Einzige, der was macht, oder wie ist das? Aua, Alter, überfahr mich doch mal. Bestätige! Ich sehe sie! Runter! Runter! Oh, da sind Scharfschützen. Und ich habe kaum noch Muni. Das ist nicht so toll. Und die ganze Muni gerade... Oh nein! Ernsthaft? Na komm, 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 komm. Oh nein. Oh nein, ich werde so sterben. Ich werde so sterben, ich werde so sterben. Das gibt's doch nicht. Wie dumm das ist. Hat der wenigstens Muni dabei? Wo ich mal eben wechseln kann hier? Warte mal eben. Nein, da. So, Moment. Muss ein bisschen Muni hier kriegen irgendwie. So, der hatte auch nichts dabei. Was ist das hier oben? Okay, da steht ein Motorrad drin. Oh Gott, warum warten die nicht auf mich? Hilfe, wartet auf mich! Ich brauch doch Muni! Die haben alle keine Munition dabei. Was ist denn das? Und ich glaube nicht, dass es das letzte Fahrzeug war. Und jetzt? Oh, das war so klar. Guck mal, da oben. Oh nein.
keine Muni mehr. Ist klar. Na komm. Heil dich. Das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich denn hier keine Munition für das normale Sturmgewehr? Ja, toll. Okay, ich hab... Oh, hier gibt's Munition. Ich werd verrückt. Yeah. Ich werd verrückt. Hier gibt's Munition. Okay. Dieser Ort ist sicher. Wir übernehmen ab jetzt. Gute Arbeit, Brady. Das erste Abschussgerät ist stationiert und gesichert. Zieh mit dem Konvoi weiter und sorge dafür, dass auch das zweite Abschussgerät das Ziel erreicht. Ja, ja, ich muss nur gucken. Sein, wenn wir das durchziehen wollen. Bin ich froh, dass wir uns um die Nord-Luftschiffe kümmern. Die Dinger haben mich schon immer wahnsinnig gemacht. Ich hasse KVA-Verstärkung im Anmarsch. Okay. Sichert die Abschussgeräte. Feuer frei! Feuer frei! Bang, bang! Wieso ist er nicht tot? Alter, was? Was ist das denn? Ich hab dort zwei Granaten drauf geworfen. Sind sie immer noch fest? Ich brauch Hilfe! Okay, macht euch bereit. Alter, was? Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Scherz. Jetzt hast du schon Granaten da drauf geballert und trotzdem sterben die nicht. Aber dafür haben wir ja genug. Sofort zum Konvoi zurück und sorge dafür, dass alles in Ordnung ist. Ja, lass mich doch mal ein bisschen Munition und vielleicht Leben sammeln. Ich habe nämlich nichts mehr. Du Nasenbär. Immer diese Drängelei, ne? Da immer diese Blagen. Furchtbar. Ich mag's nicht, wenn ich gedrängelt werde. Kommt hier nicht weg, bevor sie nicht tot sind. Okay, wir haben ein Medipack. Wow, nur nicht so viel. Ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich irgendwie Besuch kriegen von so einem Goliath oder so. Oh, guck mal, da oben ist ein Helikopter drin. Ah, das sieht schon geil aus, ne? Muss man ja sagen. Guck mal, da hinten. Okay, nicht Goliath, aber wir kriegen von schwer gepanzerten Leuten. Weißt du, er hat eine Panzerfaust. Ich versteh's nicht. Wieso muss ich die Fahrzeuge ausschalten? Bin der Einzige, der hier was macht. Habe ich das Gefühl. Ich bin so unterfordert.